Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine TV. In der heutigen Folge sprechen wir über den Vergleich zwischen Kryptowährungen und Anlagefonds. Es wird ein bisschen eine spezielle Episode, deshalb springen wir gleich mal rein in den Markt und schauen uns die Zahlen an. Sehr grün, sehr positiv wieder heute. Wir haben sogar die 11.000er Grenze geknackt, das ging relativ schnell. Wir haben gestern noch die 10.000er Grenze geknackt und dann ging es knapp 24 Stunden und die 11.000er Grenze ist drüber. Nichtsdestotrotz ist die nächste wichtige Zahl die 11,5. Die wir seit ein paar Tagen sagen. Die 11,5 sind zum einen ein psychologischer Faktor und zum anderen eben hier beim Depth Chart sehen wir auch, wie die Orders verteilt sind. Und je nachdem, wie das so weitergehen wird, momentan sinkt es ein bisschen. Wir müssen die 11.500 wirklich brechen, um zu sagen, ja, der Abwärtstrend ist gebrochen und jetzt sollte es eigentlich wieder aufwärts gehen. Wenn wir jetzt in die erste News Story hier steigen, möchte ich gleich mal anfangen mit einem Zitat oder einem Tweet von Vitalik Buterin, dem Gründer von Ethereum. Reminder, cryptocurrencies are still a new and hyper-volatile asset class and could drop to near zero at any time. Don't put in more money than you can afford to lose. If you're trying to figure out where to store your life saving, traditional assets are still your safest bet. Also, der Gründer von Ethereum sagt, merkt euch und vergesst das nicht, wenn ihr in Kryptowährungen investiert. Das Risiko, dass Kryptowährungen gleich null gehen können, ist nach wie vor da. Wir sprechen hier von einem Hochrisiko und hochvolatilen, von einer hochvolatilen Umgebung. Das heißt, das Risiko, dass euer Geld verloren geht, ist nach wie vor da. Also investiert mit dem im Hinterkopf. Wenn ihr investieren wollt, dann investiert mit langem Anlagehorizont in ein diversifiziertes Portfolio. Das heißt, er sagt hier Traditional Assets. Traditional Assets in diesem Sinne sind natürlich Aktien, Obligationen und solche Sachen. Vielleicht noch Gold, Silber, solche Sachen. Jetzt, wir von Blue Alpine Research, wir glauben an ein diversifiziertes Portfolio im Allgemeinen. Das heißt nicht nur in den Kryptowährungen, sondern auch, wenn es um Aktien, Obligationen etc. geht, sagen wir, hey, in solch ein Portfolio gehören auch Kryptowährungen mit rein. Je nach Alter, das heißt, wenn ihr eher jünger seid, dann sagen wir, könnt die Prozentzahl von Kryptowährungen ein bisschen höher sein. Und wenn ihr eher ein bisschen älter seid und ein bisschen mehr Stabilität und ich sag mal risikoavers seid und eher Stabilität mögt, dann solltet ihr vielleicht diesen Prozentsatz von Kryptowährungen in eurem Gesamtportfolio ein bisschen geringer halten als auch schon. Nun, was wir extrem spannend finden, und ich möchte hier jetzt kurz noch auf CoinMarketCap springen, die Market Capitalization, also der komplette Wert der kompletten Kryptoindustrie, ist momentan 514 Milliarden US-Dollar. Wir hatten ja vor ein paar Tagen oder fast schon sieben Wochen, waren wir nah bei einer Trillion US-Dollar und sind dann sehr schnell auf etwa 200 Milliarden, 300 Milliarden etwa und dann 400 Milliarden gesunken und sind seitdem eigentlich nicht mehr von dieser Zahl abgesprungen. Jetzt, das Problem bei Kryptowährungen ist natürlich, dass das schnelle Wachstum auch den schnellen Abstieg bedeuten kann. Nichtsdestotrotz denken wir, dass der Gesamtwert der Kryptowährungen etwa bei dieser Zahl momentan bleiben wird und natürlich dann in Zukunft steigen wird. Was jetzt extrem spannend ist, wenn wir hier die Zahl der Anlagefonds anschauen, das ist nur in den USA. Momentaner Wert der Anlagefonds, also der totalen Anlage, der Anzahl Anlagefonds in den USA, ist 16 Trillionen US-Dollar. Das hört sich sehr, sehr nach sehr, sehr viel an. Aber was sehr spannend hier ist, zwischen 1984 und 1989 war der Gesamtwert aller Anlagefonds zwischen 233 Milliarden und 428 Milliarden. Erst 1994 ist dann die Zahl auf 611 Milliarden US-Dollar gestiegen. Und diese Zahlen
ähneln der Krypto, dem gesamten Kryptomarkt extrem. Also das Wachstum von, sagen wir hier zum Beispiel bei den Aktien, ist in den, hier in den 5 Jahren extrem schnell auf etwa 3x gestiegen. Also zwischen 84 und 89 wurden Aktien extrem spannend. Dann ist hier nochmal ein Sprung gekommen, etwa nochmal 4x, wobei hier die Anlagefonds nur etwa 1,5x gemacht haben in 5 Jahren. Und dann zwischen 94 und 99 sind dann hier die Aktien extrem gestiegen. Das hatte natürlich auch mit der Dotcom-Blase zu tun. Also zwischen 94 und 99 haben natürlich sehr, sehr viele IPOs stattgefunden. Viele Firmen sind an die Börse gegangen und viele Leute haben in Aktien investiert, weil generell der Aktienmarkt extrem am Wachsen war. Das heißt, der Aktienmarkt alleine hat 1999 etwa 3 Trillionen US-Dollar geknackt. Der Anlagefondsmarkt war hier knapp über einer Trillion. Das heißt, zwischen 1989 und 1999, also in diesen 10 Jahren, hat fast eine Vervierfachung des gesamten Markts stattgefunden. Das aber in 10 Jahren. Jetzt, wenn wir den Kryptomarkt generell anschauen, das ging natürlich viel, viel länger. Viel, viel kürzer, entschuldigt. Im Kryptomarkt ist es extrem schnell, extrem hoch gestiegen. Also wenn wir hier schauen, das war noch April, September. Wenn wir hier schauen, die gesamte Marktkapitalisierung, wir sind hier von knapp ein paar, vielleicht 23, 25 Milliarden dann gestiegen über die 100er-Grenze. Die haben wir dann auch relativ schnell geknackt und nach der 200er-Grenze ging es dann rasant nach oben, etwa bis 500, 600 Milliarden, wieder gesunken, wieder gestiegen. Dann kurz hier das Maximum ist etwa bei 813 Milliarden, kurz bevor dann im Januar der Crash kam und dann sind wir extrem gesunken bis zum Tiefstpunkt von etwa, was waren das? Knapp 200, 300 Milliarden US-Dollar. 332 Milliarden US-Dollar. Jetzt stellt euch, macht diesen Vergleich mal rein auf psychologischer oder ich sag mal philosophischer Ebene. Überlegen wir uns mal, was für Faktoren hier gegeben waren. In den 80er und 90er Jahren war das Internet noch nicht so präsent oder ich sag mal schnell. Information wurde noch nicht so schnell ausgetauscht, wie es heutzutage passiert. Das heißt, wenn zum Beispiel 1984 die Wirtschaft von den USA extrem gestiegen ist, dann hat das immer ein bisschen gedauert, irgendwie zwischen 6 Monaten und 2 Jahren, bis sich die Wirtschaften der anderen Länder angepasst haben. Diese Trends haben sich dann immer wieder wiederholt. Das heißt, wenn in den USA gestiegen ist, sind etwa zum Beispiel die Schweizer Wirtschaft oder die allgemein die EU-Wirtschaft 1 bis 2 Jahre später im gleichen Muster gefolgt. Das ist, weil nach und nach eigentlich die Weltwirtschaft globalisiert wird und miteinander zusammenhängt. Und natürlich etwa zwischen 1994, 1999, als das Internet dann richtig aufkam, wurden diese Wechsel fast schneller gemacht. Deshalb auch der krasse Sprung zwischen 94 und 99, also fast eine Verdoppelung des Markts. Was wir hier natürlich bei Kryptowährungen jetzt momentan haben, und das ist wirklich um Welten anders. Kryptos sind viel schneller, der Hype wird viel schneller aufgebaut, weil wir heute soziale Medien haben, wir haben das Internet. Solche Informationen zwischen, sagen wir, mir und euch oder sonstigen Sachen, dass Bitcoin, sagen wir, extrem gestiegen ist, es geht heute nicht mehr 1 Jahr oder 2 Jahre, bis die Informationen wirklich hier beim 0815 Menschen angekommen sind. Wir lesen es, wenn spätestens morgen in der Zeitung, aber eher noch heute auf dem Handy, wenn wir auf den Bus warten zum Beispiel. Das heißt, rein, und das ist eigentlich ein bisschen der Punkt dieser Folge, deshalb ein bisschen eine spezielle Folge. Wenn ihr jetzt wüsstet, 1984 oder 1989, dass die Werte der Anlagefonds so krass steigen werden, und jetzt schauen wir nur mal den Sprung zwischen 1984 und dann bis zu 2016 an etwa. Wir sind hier weltweit bei 40 Trillionen US-Dollar. In den USA alleine ist der Anlagefondsmarkt 18,9 Trillionen US-Dollar. Das heißt, das Wachstum war immens. Also wir sprechen hier mehr als 60,
für eine Versechzigfachung des gesamten Markts. Nur in den USA. Und das ist natürlich krass, weil wenn wir uns rein das von der Investmentperspektive anschauen, sind das extrem hohe Zahlen. Wenn der gesamte Markt, also wenn wir hier die 514 Milliarden US-Dollar nehmen und das Ganze versechzigfachen oder versiebzig, verhundertfachen, dann sind das extrem hohe Zahlen, die wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10, vielleicht 20 Jahren erreicht werden. Und wenn ihr euch jetzt in diese Perspektive versetzt, dass in den nächsten 5, 10, 15 Jahren der Markt allgemein so steigen könnte, wie würdet ihr eure Investmentstrategie, eure Anlagestrategie anpassen? Wie gesagt, wir bei Blue Alpine Research geben euch den Research, die Recherche, die Reports. Die müsst ihr lesen und dann bildet ihr euch eine Meinung bezüglich investieren, nicht investieren und in was investieren. Aber wie würden sich eure Investmentstrategien oder Investmententscheidungen ändern, wenn ihr wüsstet, dass der Markt in den nächsten, sagen wir, 10 Jahren oder 15 Jahren so krass steigen wird? Und diesen Gedankenanstoß möchte ich euch an diesem heutigen Abend ein bisschen mitgeben. Wie würdet ihr eure Strategie ändern? Anpassen, würdet ihr überhaupt etwas machen? Würdet ihr euren Anlagehorizont vergrößern? Investiert ihr heute nur mit einem Jahr, 6 Monaten, 12, 18, 19 Monaten Anlagehorizont? Das ist, ich denke, eine Philosophiefrage, aber genauso eine Investmentstrategiefrage, die ihr euch am Anfang eigentlich beantworten müsst. Es ist okay, wenn ihr unsere Recherchen lest und vielleicht kurzfristig in etwas investieren möchtet und die langfristigen eher mit unterschiedlichen Beträgen anschaut. Aber wir denken, der Kryptomarkt allgemein, und das ist natürlich unter der Annahme, dass kein Black Swan, also ein Extremevent, den man nicht voraussagen kann oder könnte, eintreffen wird, dass der Kryptowährungsmarkt noch weiter steigen wird. Was zum Beispiel passieren wird, wenn die US-Wirtschaft oder die globale Wirtschaft ein Schiffbruch erleidet und in eine Krise geht, was dann mit dem Kryptowährungsmarkt passiert, das wird extrem spannend. Wird der Kryptomarkt stabil bleiben oder vielleicht sogar steigen? Werden die Investoren weggehen von den traditionellen Investmentvehikeln wie Anlagefonds, Obligationen, Aktien und dann in den Kryptomarkt investieren? Was hat das für Implikationen auf den Kryptomarkt? Und solche Überlegungen, das müssen wir uns definitiv machen, vor allem wenn wir uns mit einem Anlagehorizont von 5 bis 10 Jahren befassen. Und das möchte ich euch heute als Denkanstoß mitgeben. Wir werden morgen, übermorgen wieder normales Programm machen. Ich habe noch in den kommenden Tagen und Wochen habe ich noch ein, zwei spezielle Folgen für euch, indem wir auch ein bisschen in die Portfolios anschauen und wieder ein paar Investmentthesen durchgehen. Aber das mal heute als Denkanstoß an diesem Samstagabend. Und mit dem will ich das heutige Video schon wieder beenden. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut.